Wie wahr das alles ist!
an. Ich, Josef K., lebe in einem Rechtsstaat. Überall herrscht Friede. Alle Gesetze haben Bestand. Wer wagt es, in meiner Wohnung mich zu überfallen? Ja, wer? Dann ist das Ganze ein grober Spaß, den die Kollegen aus der Bank veranstalten, ne? Ist das richtig? Weil heute mein 30. Geburtstag ist. Ist das richtig? Herzlichen Glückwunsch. Mein Glückwunsch. Glückwunsch. Mein allerherzlichsten. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Wächter, hier. Bei der Arbeit. Ich werde euch ins Gesicht lachen und ihr werdet lachen. Das ist eine Komödie. Soll ich etwa mitspielen? Einfach wunderbar, diese Kollegen aus der Bank. Es ist doch immer dasselbe. Nee, der kommt da. Sie dürfen nicht, Sie sind verhaftet. Wie kann ich denn verhaftet sein und gar auf diese Weise? Jetzt fangen Sie also wieder an. Solche Fragen beantworten wir nicht. Sie werden sie aber beantworten müssen. Hier, sind meine Legitimationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Haftbefehl. Dass Sie sich in Ihre Lage nicht fügen können und dass Sie es darauf angelegt haben, uns nutzlos zu retten. Hier sind meine Legitimationspapiere. Schauen Sie doch mal! Wen kümmern denn die? Sie führen sich Ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Beenden Sie diese Komödie! Ich bin unschuldig! Über Legitimation und Haftbefehl diskutieren? Wir sind niedrige Angestellte, die sich in einem Legitimationspapier kaum auskennen. Und die mit Ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass wir 10 Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind! Trotzdem aber sind wir fähig einzusehen, dass die hohen Behörden in Ihrem Dienst hier stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen, sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Rechte ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum? Wo gäbe es da einen Irrtum? Dieses Gesetz kenne ich nicht. Desto schlimmer für Sie! Es besteht wohl auch nur in Ihren Köpfen! Sie werden es zu fühlen bekommen! Er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet gleichzeitig, schuldlos zu sein! Man kann ihn einfach nicht begreifen! Man kann ihn nicht begreifen!
unbegreiflich machen. Durch dieses Geschwätz dieser niedrigsten Organe lasse ich mich nicht verwirren. Sie reden von Dingen, die Sie nicht verstehen. Ich auch nicht. Ihre Sicherheit ist nur durch Ihre Dummheit möglich. Ich werde jetzt schweigen. Ich schweige. Es ist nicht üblich! Ich meine, ich bin allerdings sehr überrascht.
Aha! Man ist, wenn man 30 Jahre auf der Welt ist und allein sich hat durchschlagen müssen, gegen Überraschungen abgehärtet und nimmt sie nicht allzu schwer, besonders die heutige. Warum besonders die heutige nicht? Nun, ich will nicht sagen, dass ich das Ganze für einen Spaß ansehe. Dafür scheinen mir die Dinge, die gemacht wurden, doch zu umfangreich. Das ginge über die Grenzen eines Spaßes. Ich will also nicht sagen, dass es ein Spaß ist. Sehr richtig. Andererseits aber... Andererseits aber kann das Ganze auch nicht viel Wichtigkeit haben. Ich folgere das daraus, dass ich zwar angeklagt bin, aber nicht die geringste Schuld auffinden kann, wegen derer man mich anklagen könnte. Aber auch das ist nebensächlich. Ja, auch das ist nebensächlich. Denn die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? Welche Behörde führt das Verfahren? Sind Sie Beamte? Keine sind an Uniform. In diesen Fragen verlange ich Klarheit. Ich bin überzeugt, dass wir nach dieser Klarstellung den herzlichsten Abschied voneinander werden nehmen können. Sie befinden sich in einem großen Irrtum. Diese Herren hier und ich sind für Ihre Angelegenheit vollständig nebensächlich. Wir könnten die regelrechtesten Uniformen tragen und Ihre Sache würde um nichts schlimmer stehen. Sie sind verhaftet, das ist richtig. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht haben die Wächter etwas anderes geschwätzt. Dann ist es eben nur Geschwätz gewesen. Wenn ich nun aber auch Ihre Fragen nicht beantworte, so kann ich Ihnen doch raten. Denken Sie nicht so sehr an uns und an das, was mit Ihnen geschehen wird. Denken Sie lieber mehr an sich. Und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld. Sie sollten überhaupt im Leben zurückhaltender sein. Es war nicht übermäßig günstig für Sie. Jetzt werde ich für meine Offenheit auch noch mit einer Rüge bestraft. Und über den Grund meiner Verhaftung und deren Auftraggeber erfahre ich nichts. Was ist der Grund für meine Verhaftung? Und wer ist der Auftraggeber? Was ist der Grund? Und wer? Was und wer? Das ist sinnlos. Der Staatsanwalt Hasterer ist ein guter Freund von mir. Kann ich ihn telefonieren? Welchen Sinn sollte das haben? Es sei denn, Sie haben irgendeine private Angelegenheit mit ihm zu besprechen. Welchen Sinn? Wer sind Sie denn? Sie wollen einen Sinn und für uns selbst das Sinnloseste auch, das es gibt. Das ist so den zum Steigen leuchten. Diese Männer dort haben mich überfallen und jetzt sitzen oder stehen sie hier herum und lassen mich vor ihnen die hohe Schule reiten, welchen Sinn es hätte, an einen Staatsanwalt zu telefonieren, wenn ich angeblich verhaftet bin. Gut, gut. Ich werde nicht telefonieren. Aber! Doch, doch. Telefonieren Sie. Doch, telefonieren Sie. Nein! Ich will nicht mehr. Oh, schade. Wir wollen der Sache einen persönlichen Abschluss geben. Ja. Sie sind
sind nur verhaftet, nichts weiter. Das hatte ich Ihnen mitzuteilen, habe es getan und habe auch gesehen, wie Sie die Sache aufgenommen haben. Damit ist es für heute genug. Und wir können uns verabschieden. Allerdings nur vorläufig. Sie werden jetzt wohl in die Bank gehen wollen. In die Bank. Aber ich bin doch verhaftet. Kann ich denn in die Bank gehen, da ich verhaftet bin? Ach so. Sie haben mich missverstanden. Sie sind verhaftet, gewiss. Das soll Sie aber nicht daran hindern, Ihren Beruf zu erfüllen. Sie sollen auch in Ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein. Dann ist das Verhaftetsein nicht sehr schlimm? Ich meinte es nicht anders. Es scheint aber dann selbst die Mitteilung der Verhaftung nicht sehr notwendig gewesen zu sein. Das war meine Pflicht. Es war unsere Pflicht. Meine Pflicht. Auf Wiedersehen, Herr Aufseher. Auf Wiedersehen. Aufwachen! 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 Yeah.
Das bin ja ich. Sie sind ein kluger junger Mann, einer unserer Besten. Sie haben eine große Zukunft vor sich. Es wäre schade, wenn Sie sich alles verderben. Wieso denn verderben? Ich, also dort könnte mir so etwas
derartiges unmöglich geschehen. Da habe ich ein Büro, ein Telefon, immer vorkommen Leute, Parteien, Beamte. Außerdem aber und vor allem bin ich dort immerfort im Zusammenhang der Arbeit. Und daher... Ich kriege ihn fertig. Ja, genau. Es ist gegenwärtig. Alles in Ordnung, Herr Kau? Ja, ich würde mich freuen, dort, also in der Bank, wollte ich sagen, einer solchen Sache gegenübergestellt zu werden. Aber nun? Aber nun? Ja. Ja, nix und nur nicht. Ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr darüber reden. Ich würde nur Ihr Urteil, das Urteil einer vernünftigen Frau, wollte ich ja. Aber, jetzt hörst du aber auf. Ja, eben, du hast wissen Sie, oder? Mir die Hand geben wird, der Aufseher hat sie mir nicht gegeben. Siehst du da? Na? Thank you.
Thank you.
Fräulein, ich mache keinen Spaß. Dass Sie mir nicht glauben wollen. Alles, was ich weiß, habe ich Ihnen gesagt. Sogar mehr, als ich weiß. Denn es war ja gar keine Untersuchungskommission. Ich nenne es nur so, weil ich keinen anderen Namen dafür weiß. Es wurde ja gar nichts untersucht. Ich wurde nur verhaftet, aber von einer Kommission. Wie war es denn? Schrecken! Es ist schlimm, wenn man sich schuldig fühlt, obwohl man gar nichts getan hat. Ich erinnere mich genau, wie mein Vater mich angesehen hat. Direkt in die Augen. Nun, was hast du mal wieder ausgefressen? Obwohl ich gar nichts angestellt hatte, fühlte ich mich sofort schuldig. Nehmen Sie das hier. Oder der Lehrer. Er merkte, dass irgendwas von seinem Pult verschwunden war. Nun, Kinder, wer war's gewesen? Komm sofort, wirklich, ich bin schuldig. Er wurde direkt schlecht vor lauter Schuld. Obwohl ich nicht einmal wusste, was gegeben hätte. Ja, das muss es sein. Nur wenn man unschuldige Gedanken hat. Und damit ist hin. Wenn das irgendeiner von sich behauptet. Sogar Heilige sind Versuchungen ausgesetzt. Sagen Sie mir zu. Sie sind verrückt. Thank you.
77? Thank you.
wirklich in der Juliusstraße? Einförmige Häuser. Hohe, graue, von armen Leuten bewohnte Miethäuser. Hier soll die Untersuchungskommission sein. 9 Uhr. Tür folgt auf Tür. Und wieder eine Tür. Noch eine Tür. Und dann wieder eine Tür. Tür auf, Tür zu. Doch welche führt zum Untersuchungszimmer? Ist das Nachlässigkeit? Oder Gleichgültigkeit, mit der man mich behandelt? Ich beabsichtige dies sehr laut und deutlich vor dem Untersuchungsausschuss festzustellen. Ja! Allzu deutlich, verstehen Sie! Vor einer Stunde und 5 Minuten erscheinen sollen. Mag ich zu spät gekommen sein, jetzt bin ich hier. Ja, aber ich bin nicht mehr verpflichtet, Sie jetzt zu verhören. Ich will es jedoch ausnahmsweise heute noch tun. Eine solche Verspätung darf sich aber nicht mehr wiederholen. Und nun treten Sie vor. Also, Sie sind Zimmermaler. Nein. Aha. Sondern erster Prokurist einer großen Bank. Diese Frage, Herr Untersuchungsrichter, ob ich Zimmermaler bin, ist bezeichnend für die ganze Art des Verfahrens, das gegen mich eröffnet wurde. Ich wurde vor etwa 10 Tagen verhaftet. Über die Tatsache der Verhaftung lache ich. Vielleicht gab es den Befehl, irgendeinen Zimmermaler, der ebenso unschuldig ist wie ich, zu verhaften. Aber man wählte mich. Ein Zimmer hat man von diesen groben Wächtern besetzt. Ruhe! Wenn ich ein gefährlicher Räuber gewesen wäre, hätte man nicht bessere Vorsorge treffen können. Demoralisiertes Gesinde, das mich bestechen wollte. Ich hasse den Zahn. Da wurde ich zu einem Aufseher gerufen, in das Nebenzimmer. Es war das Zimmer einer Dame, die ich sehr schätze. Und ich musste mir zusehen, wie dieses Zimmer meinetwegen, aber ohne meine Schuld, durch die Anwesenheit dieser Wächter und des Aufsehers gewissermaßen verunreinigt wurde. Die Tiere, ich habe die Schuhe abgetreten. Herr Aufseher, ich verwarne Sie. War nicht leicht, ruhig zu bleiben. Mir hat das Ganze nur Unannehmlichkeiten und vorübergehenden Ärger bereitet, hätte es aber nicht auch schlimmere Folgen haben können. Aha! Achso, soeben gibt der Herr Untersuchungsrichter einem von Ihnen ein geheimes Zeichen. Es sind also Leute unter Ihnen, die von dort oben dirigiert werden. Das Ganze vollständig gleichgültig. Und ich ermächtige den Herrn Untersuchungsrichter öffentlich, seinen bezahlten Angestellten dort oben
statt mit geheimen Zeichen laut mit Worten zu befehlen. Dem er etwa einmal sagt, jetzt tischt, und ein anderes Mal, jetzt klatscht. Ich hätte hier und dort ein wenig Beifall verdient. Warum klatscht ihr nicht? Jubelt. Aber warum ist das hier so still? Es besteht kein Zweifel. Es ist hinter der heutigen Untersuchung und der Verhaftung eine große Organisation sich befindet. Eine Organisation, die nicht nur bestechliche Wächter, läppische Aufseher und Untersuchungsrichter beschäftigt, Lügenkast! Ja, gut. Danke. Die weiterhin jedenfalls eine Richterschaft hohen und höchsten Grades unterhält, mit dem zahllosen, unumgänglichen Gefolge von Dienern, Schreibern, Gendarmen und anderen Hilfskräften, vielleicht sogar Henker. Ja, ich freue mich von diesem Wort nicht zurück! Lügenkar! 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 Der Sinn dieser Organisation, meine Herrschaften, besteht darin, dass unschuldige Personen verhaftet werden und gegen sie ein sinnloses und meistens, wie in meinem Falle, ergebnisloses Verfahren eingeleitet wird. Wie ließe sich bei dieser Sinnlosigkeit des Ganzen die schwerste Korruption der Beamtenschaft vermeiden? Nun? Bitte irgendwer? Nein? Okay. Es ist unmöglich. Das bräuchte auch der höchste Richter nicht einmal für sich selbst zustande. Und darum suchen die Wächter, den Verhafteten zu bestehlen. Darum brechen Aufseher in fremde Wohnungen ein. Darum werden Unschuldige statt verhört, lieber von ganzen Versammlungen wie hier, entwürdigt. Ihr seid alle eine korrupte Bande von Beamten! Aber es ist das Zeichen eines Verfahrens, wie es gegen viele geübt wird. Und für diese stehe ich ein. Und nicht für mich! Herr Aufseher. Herr Kahn. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass Sie sich heute... Es dürfte Ihnen noch nicht zu Bewusstsein gekommen sein, des Vorteils beraubt haben, den ein Verhör für den Verhafteten in jedem Falle bedeutet. Was? Was? Was soll das heißen? Thank you.
nicht. Das war ja wohl mir nicht so schlimm gemeint. Ich glaube noch nicht ernstlich, dass ich mich wie eines fremden Mädchens mit Ihnen verfeinden könnte. Ich frage mich immerfort, warum nimmt sich der Herr K. so sehr des Fräulein Würsters an? Warum zankt er ihretwegen mit mir? Obwohl er genau weiß, dass mir jedes böse Wort von ihm den Schlaf nimmt. Ich habe über das Fräulein ja nichts anderes gesagt, als das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Gute Nacht, Frau Kuhl. Gute Nacht. Danke für das Gespräch. Auf Wiedersehen. Josef! Onkel Albert? Josef! Onkel Albert! Onkel Albert! Josef! Onkel Albert! Josef! Um Himmels Willen, Josef! Ist es wahr? Kann es denn wahr sein? Hast du meinen Prozess gehört? So ist es. Ich habe von deinem Prozess gehört. Es ist wahr. Wahr? Wie kann es denn wahr sein? Was für ein Prozess? Ein Strafprozess. Und da sitzt du ruhig hier und hast einen Strafprozess auf dem Hals. Lieber Onkel. Lieber Josef. Kümmere dich um dich, um unseren guten Namen. Deine Haltung gefällt mir nicht. So verhält sich kein unschuldig Angeklagter, der noch bei Kräften ist. Sag mir jetzt schnell, worum es geht, damit ich dir helfen kann. Es handelt sich natürlich um die Bank. Nein. Du weißt, dass ich alles für dich tue. Am besten ist, du nimmst uns einen kleinen Urlaub und kommst zu uns aufs Land. Du bist aber ein wenig abgemagert. Auf dem Land wirst du dich kräftigen. Dir stehen gewiss noch große Anstrengungen. Ich dachte, dass du dem Ganzen noch weniger Bedeutung beimessen würdest als ich. Und jetzt nimmst du es selbst so schwer. Josef, du hattest immer so ein richtiges Aufpassungsvermögen. Gerade jetzt verlässt du dich. Willst du denn den Prozess verlieren? Au. Weißt du, was das bedeutet? Au. Das bedeutet, dass du einfach gestrichen wirst. Au. Deiner Scheiße nochmal! Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit bringt mich noch um den Verstand. Das Wichtigste ist jetzt keine Zeit zu verlieren. Wir fahren jetzt zum Advokaten Hult. Er war mein Schulkollege. Er hat als Verteidiger und armen Advokat einen bedeutenden Ruf. Mir ist alles recht, was du unternimmst, Onkel. Ich wusste ja gar nicht, dass man in einer solchen Sache auch einen Advokaten zuziehen kann. Aber natürlich, das ist doch selbstverständlich. Warum denn nicht? Abwarten! Leni!
Leni! Leni! Leni! Leni! Leni! Leni! Ich hab dir doch gesagt, dass ich für Besuch zu krank bin. Ich bin es. Dein alter Freund Albert. Wer? Ist das wirklich so schlecht? Ich glaube es nicht. Es ist ein Anfall deines Herzens. Leider schon wird vorübergehen wie die früher. Möglich. Es ist aber ärger, als es jemals gewesen ist. Ich atme schwer, schlafe gar nicht und verliere täglich an Kraft. Hast du die richtige Pflege? Wenn man so krank ist wie ich, muss man Ruhe haben. Und Leni pflegt mich gut. Sie ist brav. Leni? 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 Lass mich uns endlich allein. Ich habe mit meinem Freund eine private Angelegenheit zu besprechen. Sehen Sie nicht, dass er krank ist? Gehen Sie! Es handelt sich nicht um mich, sondern um meinen Neffen, Josef K. Josef K. Geh, Leni, lass uns heran. Albert, du bist also nicht gekommen, mir einen Krankenbesuch zu machen, sondern du kommst den Geschäften. Ach, du siehst doch gleich viel gesünder aus, seitdem diese Hexe draußen ist. Ich wette sie auch nicht. Du verkennst sie. Was die Angelegenheit deines Herrn Neffen betrifft, so würde ich mich glücklich schätzen, wenn meine Kraft für diese äußerst schwierige Aufgabe ausreichen könnte. Ja! Ich fürchte sehr, dass sie nicht ausreicht. Oh. Jedenfalls will ich nichts unversucht lassen. Um aufrichtig zu sein, interessiert mich dieser Fall allzu sehr, als dass ich es über mich bringen könnte, auf jede Beteiligung zu verzichten. Hält es mein Herz nicht aus, so wird es doch wenigstens hier eine würdige Gelegenheit finden, gänzlich zu versagen. Ja! Sie suchen mich wegen Ihres Prozesses auf, Herr K. Woher wissen Sie denn etwas über mich und meinen Prozess? Ich bin doch Advokat und ich verkehre in Gerichtskreisen. Sie verkehren in diesen Gerichtskreisen? Aber Josef, das ist doch selbstverständlich. Herr K., mit wem sollte ich denn sonst verkehren, wenn nicht mit Leuten meines Faches? Sie müssen doch bedenken, dass ich aus einem solchen Verkehr auch große Vorteile für meine Klientel ziehe. Und zwar in vielfacher Hinsicht. Natürlich bin ich jetzt infolge meiner Krankheit ein wenig eingeschränkt, aber ich bekomme trotzdem Besuch von guten Freunden vom Gericht und erfahre so einiges. Erfahre vielleicht mehr als manche, die in bester Gesundheit den ganzen Tag bei Gericht verbringen. Ja, so habe ich zum Beispiel jetzt gerade eben einen lieben Gastbesuch. Herr Kanzleidirektor, ich habe noch nicht vorgestellt. Herr Albert K., mein Freund, und hier sein Neffe, Josef K., ein Prokurist. Der Herr Kanzleidirektor war so freundlich, mich hier zu besuchen. Und den Wert solch eines Besuches kennen nur die Adepten. Jeder weiß, wie sehr der Herr Kanzleidirektor doch mit Arbeit behäuft ist. Die Geschäfte rufen ihn. Mein Onkel scheint von den Worten des Advokaten schwer beeindruckt. Ein Hauch von Ergebenheit zaubert immer wieder ein Lächeln auf das Gesicht. Der Advokat nennt, wie seine Gewohnheit scheint, die Herrschaft über das Gespräch an sich. Ich will aber dem alten Herrn nicht nur als Zuhörer dienen.
geschehen? Ich habe meinen Karteller gegen die Mauer geworfen, um sie herauszuholen. Ich habe auch an sie gedacht. Gut. Ich dachte, dass sie von selbst zu mir herauskommen würden, ohne dass ich sie erst rufen müsste. Es war doch merkwürdig. Erst sahen sie mich gleich beim Eintritt ununterbrochen an und dann ließen sie mich warten. Nennen Sie mich Leni. Leni. Verzeihen Sie. Aber ich musste doch das Geschwätz der alten Herren. So, so, so. Ich bin eher schüchtern. Gefall ich Ihnen gar nicht? Hallo. Schrecklich geschehen.
Bescheid. Wir sitzen beisammen. Der Onkel, der sich für dich abnimmt, und der Advokat, der für dich gewonnen werden soll. Wir wollen beraten, wie dir zu helfen wäre, und du hättest allen Grund, mich wenigstens zu unterstützen. Stattdessen verkriegst du dich mit einem kleinen, schmutzigen Ding, das überdies offensichtlich die Geliebte des Advokaten ist, und bleibt stundenlang weg. Au, 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 au. Auf den kranken Advokaten hat es alles unglaublich eingewirkt. Du hast wahrscheinlich zu seinem frühzeitigen Zusammenbrechen beigetragen und beschleunigst so den Tod eines Mannes, auf den du angewiesen bist. Au, 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 au. Und mich, deinen Onkel, lässt du hier stundenlang warten und sich mit Sorge abquälen. Thank you.
genommen hat. Oder doch nicht? Samstagabend, morgen Sonntag, dann Julius raus. Gleiche Zeit. Es wird sicherlich eine weitere Untersuchung in meiner Angelegenheit stattfinden. Oder doch nicht? Heute ist keine Sitzung. Warum sollte denn keine Sitzung sein? Anschauen? Nein, das ist nicht erlaubt. Die Bücher gehören dem Untersuchungsrichter. Ach so. Sind diese Bücher wohl Gesetzbücher? Und das gehört zur Art dieses Gerichtswesens, dass man nicht nur unschuldig, sondern auch unwissend verurteilt wird. Es wird so sein. Dann gehe ich wieder. Soll ich dem Untersuchungsrichter etwas melden? Sie kennen ihn. Natürlich. Mein Mann ist doch Gerichtsdiener. Wir haben hier freie Wohnung, müssen aber an Sitzungstagen das Zimmer ausräumen. Die Stellung meines Mannes hat manche Nachteile. Sie sind verheiratet. Der, welcher mich im Versammlungssaal genommen hat? Der Aufseher. Aha. Verfolgt mich schon seit langem. Es gibt hierfür keinen Schutz. Auch mein Mann hat sich schon damit abgefunden. Will er seine Stellung behalten, muss er es erdulden. Ob Studenten, Beamte oder der Untersuchungsrichter, sie sind alle immerfort hinter mir her. Es passt zu allem anderen. Es überrascht mich nicht. Sie wollen mir wohl einiges verbessern, hm? Ich habe das schon aus Ihrer Rede geschlossen, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Ich werde Ihnen helfen. Wollen Sie? Können Sie denn das? Können Sie sich selbst in Gefahr zu bringen? Sie sagten vorhin, Ihr Mann sei sehr abhängig von Vorgesetzten. Trotzdem will ich Ihnen helfen. Ich fürchte die Gefahr nur dort, wo ich sie fürchten will. Kommen Sie. Sie haben schöne dunkle Augen. Sie fielen mir übrigens gleich damals auf, als Sie zum ersten Mal hier eintraten. Um mir wirklich zu helfen, müssen Sie Beziehungen zu hohen Beamten haben. Sie aber kennen gewiss nur die Niedrigsten, die sich hier in Mengen herumtreiben. Diese kennen Sie gewiss sehr gut. Sie können mir nicht helfen. Mir liegt nicht viel am Ausgang meines Prozesses und über die Verurteilung werde ich lachen. Ich bezweifle, dass es überhaupt zu einem Abschluss des Prozesses kommt. Ich glaube vielmehr, dass das Verfahren infolge Faulheit oder Angst der Beamtenschaft in nächster Zeit abgebrochen werden wird. Sie wollen mir helfen! Kennen Sie denn den Untersuchungsrichter auch so gut? Natürlich. An den dachte ich sogar zuerst, als ich Ihnen Hilfe anbot. Ich wusste gar nicht, dass er nur ein niedriger Beamter ist. Aber da Sie es sagen, wird es wahrscheinlich richtig sein. Trotzdem glaube ich, dass der Bericht, den er nach oben liefert, immerhin einigen Einfluss hat. Sie sagen, dass die Richter faul sind. Aber gewiss nicht alle. Besonders dieser Untersuchungsrichter nicht. Er schreibt so viele Berichte und ganz besonders über Sie. Er hat mir gestern durch die Studenten seidene Strümpfe zum Geschenk geschickt. Es sind schöne Strümpfe. Sehen Sie selbst. Wow! Thank you.
Lassen Sie die Frau gehen. Der Hochmut von Studenten! Wir sind die Elite! Die künftigen Gerichtsdamen! Man hätte dich so frei herumlaufen lassen können. Kommen Sie! Der Untersuchungsrichter lässt mich holen! Ich darf nicht mit Ihnen gehen! Dieses kleine Scheusal lässt mich nicht! Lassen Sie sie doch! Sie führen ja nur den Befehl des Untersuchungsrichters aus! Sie bekommen sie nicht! Wollen Sie befreit werden? Nein! Das wäre mein Verderben! Sie sind der Gerichtsdiener? Ja. Ach so. Sie sind der Angeklagte K. Jetzt erkenne ich Sie auch. Seien Sie willkommen. Verstanden haben wird. Laufen wir wieder zurück!
Studenten haben sich noch wähler als ich. Oh. Wäre ich nicht so abhängig, ich hätte die Studenten längst hier an dieser Wand zerdrückt, festgedrückt, ihre Arme gestreckt, die Finger gespreizt und ringsherum Blutspritzer! Davon träume ich. Hat denn Ihre Frau gar keine Schuld? Aber du bist ja sogar die Allergrößte. Sie hat sich an diese Studenten gehängt. Man sollte diese Studenten einmal so richtig durchprügeln, dass sie es niemals mehr wagten, meine Frau anzufassen. Nur ein Mann wie Sie könnte es tun. Wieso denn nicht? Sie sind doch angeklagt. Ja, aber sollte ich nicht desto mehr fürchten um den Einfluss auf den Ausgang meines Prozesses? Gibt's. Werden in der Regel aber keine aussichtslosen Prozesse geführt. Aussichtslosen Prozesse? Ach so! Nein, ich bin unschuldig. Der Prozess ist einfach nur lächerlich. Es wird zu keiner Verurteilung kommen. Hallo? Sind Sie noch da? Nun ja, wenn Sie meinen. Man rebelliert. Schön. Ich muss mich jetzt in der Kanzlei melden, wollen Sie mitkommen? Ich dachte, es würde Sie interessieren. Ich folge dem Gericht. Erst zögern, dann schneller. Immer schneller. Treppe auf, treppe ab. Ich laufe schneller als der Gerichtsdiener. Oh. Ein langer Gang. Wenig Leute. Waren das Angeklagte? Alles Menschen mit einem sehr bescheidenen Gesichtsausdruck. In regelmäßiger Entfernung sitzen sie auf Holzbänken. Ich laufe an ihnen vorbei und sie erheben sich wie Angeklagte. Ihr Rücken geneigt, die Knie geknickt. Warum so unterwürfig, so ängstlich? Wie gedemütigt die alle sein müssen. Ja, das sind Angeklagte, alle. Alle, die Sie hier sehen. Wirklich? Ja. Diese Dame dort zum Beispiel wartet seit einem Monat auf ihre Beweisanträge. Jener Herr dort auf einen Termin und diese Dame dort, die weiß noch nicht einmal, dass sie angeklagt sein wird und wartet dennoch. Noch an. Sie glauben mir nicht! Ihr Überflüssigen! Ihr Demütigen! Ihr geknickten, rumlaufenden Wäscher! Hören Sie
Sie auf diese Angeklagten sind so empfindlich. Na, was schauen Sie sich denn doch an? Diese Manier. Sehr bewährt! Wir hatten Aussicht, vorwärts zu kommen! Und
und werden sicher auch bald Prügler geworden wie dieser, der eben das Glück hatte, von niemandem angezeigt worden zu sein. Ja genau, Sie haben den Teil gebraucht. Keine Möglichkeit, die Prügel zu ersparen. Nein. Tille sagt aus. Das ist mein Glaube. Schnauze! Du musst dir nicht alles glauben. Sie sind durch die Angst vor den Prügeln schon ein wenig schwachsinnig geworden. Was dieser hier zum Beispiel über seine mögliche Laufbahn erzählt, ist geradezu lächerlich. Ein Mann mit einem solchen Gesicht kann nie und nimmer mehr Prügler werden. Es gibt doch solche Brüder! Nein! Ich würde dich gut belohnen, wenn du sie laufen lässt. Ich halte sie nämlich gar nicht für schuldig. Schuldig ist die Organisation. Schuldig sind die hohen Beamten. So ist es! Ich lasse mich nicht bestechen. Ah! 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 Hättest du hier unter deiner Hute einen hohen Beamten? Ein hohen Richter. Ich würde dich wahrlich gut dafür belohnen. Ich würde dich wahrlich nicht daran hindern, loszuschlagen. Im Gegenteil. Ich würde dir noch Geld dafür geben, dass du dich für die gute Sache kräftigst. Ich lasse mich nicht bestechen. Ich bin zum Prügeln angestellt. Also prügle ich. Immerzu. Ah! Immerzu. Ah! Immerzu. Ah! Immerzu. Ah! Immerzu. Ah! Immerzu. Ah! Du suchst zu viel fremde Hilfe. Es gibt noch gewisse Möglichkeiten.
Merkst du denn nicht, dass es die wahre Hilfe nicht gibt? So gar nicht. Dass die Beobachtung des Angeklagten wichtiger sei als alles Geschriebene. Ach so. Dennoch ist die erste Eingabe sehr wichtig, weil der erste Eindruck, den die Verteidigung macht, oft die ganze Richtung des Verfahrens bestimmt. Wie genau sieht denn diese Richtung des Verfahrens aus? Da das Verfahren nicht öffentlich ist, werden die Schriften des Gerichts, vor allem die Anklageschrift, dem Angeklagten und seiner Verteidigung unzugänglich gemacht. Unzugänglich? Man weiß daher im Allgemeinen nicht, wogegen die erste Eingabe sich zu richten hat. Sie kann daher, eigentlich nur zufälligerweise, etwas enthalten, was für die Sache von Bedeutung ist. Ah, ja. Unter solchen Verhältnissen ist natürlich die Verteidigung in einer sehr ungünstigen und schwierigen Lage. Das ist klar, ja. Aber auch das ist beabsichtigt. Die Verteidigung ist nämlich durch das Gesetz nicht eigentlich gestattet, sondern nur geduldet. Genau. Nichts wäre aber verfehlter, als daraus zu folgern, dass bei diesem Gericht die Advokaten für die Angeklagten unnötig sind. Das wäre schlimm, ja. Eben. Im Gegenteil. Und die erste Eingabe ist nun fast fertiggestellt und wir machen große Fortschritte. Hören Sie auf! Große Fortschritte. Besser! Das lässt sich nicht so leicht sagen! Aber die erste Eingabe ist nun fast fertiggestellt. Und wir machen riesige Fortschritte. Aber es geht doch selbst unter Berücksichtigung aller Schwierigkeiten nur sehr langsam voran! Es geht gar nicht langsam voran! Aber wir wären schon viel weiter, wenn Sie sich gleich an mich gewendet hätten. Wie steht es um meinen Prozess? Ich habe Ihnen gesagt, dass die erste Eingabe fast fertig ist. Wir machen sehr, sehr große Fortschritte. Hören Sie endlich auf mit diesen Phrasen! Sie gehen wieder, alter Sachs! Na klar! Bewahren Sie Haltung! Wie es um Ihren Prozess steht, das lässt sich nicht so leicht sagen. Das Wichtigste bleibt die persönliche Beziehung zum Advokaten. In ihr liegt der Hauptwert der Verteidigung. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen meine Vertretung entziehe und es ist gut überlegt. Wir können ja auch diesen Plan besprechen. Es ist kein Plan mehr. Es ist ein Entschluss. Max, Sie haben sicher bemerkt, dass mir nicht viel an meinem Prozess liegt. Aber mein Onkel besteht darauf, dass ich Ihnen meine Vertretung übergebe, um die Last des Prozesses ein wenig von mir abzuwälzen. Das Gegenteil ist der Fall. Nie hatte ich so große Sorgen wie meines Prozesses wie seit der Zeit, seitdem Sie mich vertreten. Wie viele Parteien sind in ähnlichen Stadien des Prozesses, ähnlich wie Sie vor mir gestanden und haben ähnlich gesprochen? Was wollen Sie ganz, ganz, ganz konkret für mich tun? In dem, was ich bereits für Sie unternommen habe. Weiter. Ich wusste es! 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 Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste, ich habe das gewusst! Ja, jede weitere Worte sind überflüssig! Ich werde jetzt noch einen Versuch machen. Ich werde jetzt Block hervorrufen. Ich werde Ihnen zeigen, wie andere Angeklagte behandelt werden. Block! Block! Mein Entschluss ist endgültig! Block! Zum Advokaten! Du musst den Haustürschlüssel nutzen. Josef Karl. Oh. Sie haben wohl Lenis Zudringlichkeit schon bemerkt.
Sie findet alle Angeklagten schön. Es ist eine Sonderbarkeit, Leni. Sie hängt sich an alle, liebt alle, scheint aber auch von allen geliebt zu werden. Ich entziehe Ihnen mit dem heutigen Tage meine Vertretung. Block! Mein Entschluss ist endgültig! Block! Block! Zu dienen! Was willst du? Du kommst ungelegen. Hat man nicht gerufen? Ja? Trotzdem kommst du ungelegen. Du kommst immer ungelegen. Soll ich wieder gehen? Nun bist du einmal da, Block. Wer ist dein Advokat? Ihr seid es! Und außer mir? Niemand außer euch! Dann folge auch niemandem sonst. Was tust du da? Thank you.
Kunstmaler Titorelli. Wollen Sie Bilder kaufen oder sich selbst malen lassen? Sie arbeiten gerade an einem Bild. Ja, aber noch nicht ganz fertig. Nur immer gleich mit der Wahrheit heraus. Sie wollen etwas über das Gericht erfahren. Sie sind unschuldig? Ja, ich bin vollständig unschuldig. Na, wenn Sie unschuldig sind, dann ist die Sache ja sehr einfach. Das ist die Hauptsache. Sie kennen ja gewiss das Gericht viel besser als ich. Wenn es einmal anklagt, fest von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist, kann es von dieser Überzeugung schwer abgebracht werden. Schwer? Niemals ist das Gericht davon abzubringen. Es gibt drei Möglichkeiten. Die wirkliche Freisprechung, die scheinbare Freisprechung und die Verschleppung. Die wirkliche Freisprechung ist natürlich das Beste, nur habe ich nicht den geringsten Einfluss auf diese Art der Lösung. Es ist also zwecklos. Ich habe ja nur von meinen Erfahrungen gesprochen. Und die zwei anderen Möglichkeiten? Geht es Ihnen nicht gut, Herr Karl? Ist Ihnen heiß? Ja. Ja, es ist ganz unerträglich. Und die zwei anderen Möglichkeiten? Die scheinbare Freisprechung und die Verschleppung. Bei der Verschleppung schreibe ich... Ah, richtig. Die scheinbare Freisprechung schreibe ich auf einem Bogen Papier auf und mit dieser Bestätigung ihrer Unschuld mache ich dann einen Rundgang bei den mir bekannten Richtern. Ich erkläre ihnen, dass sie unschuldig sind, verbürge mich für ihre Unschuld, ergo, das ist eine wirkliche, dringende Bürgschaft. Und der Richter würde ihnen glauben. Bin ich also frei. 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 Frei! Ja! Frei! Ja! Frei! Ja! Frei! Frei! Aber nur scheinbar frei. Oder besser ausgedrückt, zeitweilig frei. Die untersten Richter, zu denen meine Bekannten gehören, haben nicht das Recht, endgültig frei zu sprechen. Dieses Recht hat nur das oberste, für Sie, für mich und für uns alle ganz unerreichbare Gericht. Das heißt, Sie sind für den Augenblick der Anklage entzogen, sie schwebt aber weiterhin über Ihnen und kann, sobald nur der höhere Befehl kommt, sofort in Wirkung treten. Es gibt bei Gericht kein Vergessen. Eines Tages, niemand erwartet es, nimmt irgendein Richter die Akte aufmerksamer in die Hand, erkennt, dass in diesem Fall die Anklage noch lebendig ist und ordnet die sofortige Verhaftung an. Und der Prozess beginnt von neuem. Allerdings. Nein! Vielleicht entspricht Ihnen ja die Verschleppung besser, hm? Die Verschleppung besteht darin, dass der Prozess dauernd im niedrigsten Prozessstadium gehalten wird. Man darf den Prozess nicht aus den Augen verlieren. Man muss zu den betreffenden Richter in regelmäßigen Zwischenräumen gehen und ihn sich auf jede Weise freundlich zu erhalten suchen, damit der Prozess nicht über sein erstes Stadium hinauskommt. Der Prozess hört zwar nicht auf, aber der Angeklagte ist vor einer Verurteilung fast ebenso gesichert, wie wenn er frei wäre. Aber der Angeklagte, also ich, ist niemals frei. Von Zeit zu Zeit werden verschiedene Anordnungen getroffen. Der Angeklagte muss verhört werden, Untersuchungen müssen stattfinden und von Zeit zu Zeit muss sich der Angeklagte bei seinem Richter melden. Sie wollen schon fortgehen? Oh ja. Beide Methoden haben das Gemeinsame, dass sie eine Verurteilung des Angeklagten verhindern. Sie verhindern aber auch die wirkliche Freisprechung. Sie haben den Kern der Sache erfasst. Wollen Sie nicht noch ein Bild kaufen? Eine Heidelandschaft! Es ist schön, ich kaufe es!
Hier ist ein Gegenstück zu diesem Bild. Beide sehr schön. Schöne Heidelandschaften. Ich kaufe alle beide. Ich werde sie in meinem Büro aufhängen. Oh, das Motiv scheint Ihnen zu gefallen. Es ist gut, dass ich noch ein weiteres Bild hier habe. Ich kaufe alle drei. Wofür kosten sie denn? Ich werde Ihnen einfach alle Bilder mitgeben, die ich hier unten habe. Es sind lauter Heidelandschaften. Packen Sie sie ein! Ich habe viele Heidelandschaften gemalt. Packen Sie sie ein! Und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes einzutreten. Aber merke, ich bin mächtig. Solche Schwierigkeiten hatte der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer offen stehen, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter ansieht, entschließt er sich doch, lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Dort sitzt er nun, Tag für Tag, Jahr auf Jahr. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter ununterbrochen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopf alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann
Wie kommt es, dass niemand außer mir in der ganzen Zeit Einlass verlangt hat? Dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Der Türhüter hat also den Mann getäuscht. Die erlösende Mitteilung kam erst, als sie dem Mann nicht mehr helfen konnte. Von Täuschung steht nichts. Man hatte den Türhüter nicht früher gefragt. Und er hat als Türhüter nur seine Pflicht erfüllt. Seine Pflicht war es, den Mann einlassen zu müssen. Du veränderst die Geschichte, wie du willst. Die Geschichte über den Einlass ins Gesetz enthält zwei wichtige Erklärungen des Türhüters. Eine am Anfang, eine am Ende. Die eine Stelle lautet, dass er ihm jetzt den Eingang nicht gewähren könne. Die andere. Dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Dann wurde der Mann enttäuscht. Der Mann kommt zum Gesetz. Der Türhüter ist schon dort. Er wurde vom Gesetz zum Dienst bestellt. An seiner Würdigkeit zu zweifeln, hieße am Gesetz zu zweifeln. Man muss alles für wahr halten, was der Türhüter sagt. Man muss es nicht für wahr halten. Man muss es nur für notwendig halten. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht. Niemand hat ein Recht, über den Türhüter zu urteilen. Er ist Diener des Gesetzes, also zum Gesetz gehörig. Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht! Lassen Sie mich gehen. Lassen Sie mich los, ich bin erster Prokurist einer großen Bank. Du warst so freundlich zu mir und hast mir alles erklärt. Und jetzt entlässt du mich, als liege dir nichts an mir! Ich gehöre zum Gericht. Warum also sollte ich etwas von dir wollen? Das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und entlässt dich, wenn du gehst. Lassen Sie mich. Ich fühle mich wie ein Hund. Die Scham wird mich überleben.